In unserem nächsten Experiment wollen wir mal untersuchen, was in dieser Flasche drin ist. Wir brauchen dazu einen Luftballon und einen Strohhalm. Zuerst testen wir mal, ob sich der Luftballon gut aufpusten lässt. Dann stecken wir ihn oben in die Flaschenöffnung, so dass er locker in der Flasche hängt. Und jetzt probieren wir nochmal, den Luftballon aufzupusten. Geht nicht. Auch ihr werdet es nicht schaffen, denn wir können den Luftballon nicht aufpusten, weil die Flasche nämlich voll ist. Sie ist voller Luft und es hat daher einfach gar keinen Platz, den Luftballon aufzupusten. Wenn wir jetzt aber einen Strohhalm in die Flasche neben den Luftballon stecken und es dann nochmal probieren, dann werdet ihr sehen, jetzt funktioniert's. Die Luft aus der Flasche kann jetzt durch den Strohhalm nach außen entweichen und es ist genug Platz da, um den Luftballon aufzupusten. In dem nächsten Experiment zeigen wir, dass die Luft in der Flasche sogar Wasser aufhalten kann. Wir brauchen für diesen Versuch zwei unterschiedlich dicke Strohhalme, wobei der eine in den anderen passen muss. Und der dickere Strohhalm sollte etwas kürzer sein. Außerdem benötigen wir noch einen Joghurtbecher, in dem wir unten am Boden ein Loch bohren. Das Loch sollte so groß sein, dass der dickere Strohhalm gerade gut durchpasst. Wir brauchen dann noch Knete oder Ton, mit dem wir die Öffnung rund um den Strohhalm luftdicht abschließen. Das Ganze sollte ungefähr so aussehen. Jetzt können wir sicher sein, dass keine Luft durch das Loch kommt. Wir stülpen jetzt unseren Plastikbecher auf eine leere Plastikflasche und drücken den Becher vorsichtig etwas runter, sodass der Flaschenhals in die Knete hineingedrückt wird und die Öffnung luftdicht abgeschlossen ist. Jetzt gießen wir Wasser in den Joghurtbecher, so dass es über dem Strohhalm steht. Anfänglich läuft Wasser durch den Strohhalm in die Flasche, aber plötzlich hört dieser Wasserfluss auf. Erst wenn ich den dünnen Strohhalm durch den etwas dickeren in die Flasche hineinführe, kann das Wasser wieder in die Flasche tropfen. Durch den dünnen Strohhalm kann wieder Luft aus der Flasche entweichen und so weiteres Wasser nachtropfen. Der dünne Strohhalm ist ein bisschen wie ein Schalter. Wir können damit regeln, ob Wasser durchfließen soll oder nicht. Ich probiere das Experiment auch nochmal mit einem ganz dicken Strohhalm. Wir müssen dazu das Loch etwas vergrößern, den Strohhalm hineinstecken und wieder mit dem Ton oder der Knete richtig gut abdichten. Und dann setzen wir den Joghurtbecher wieder auf die Plastikflasche und gießen Wasser hinein. Anders als in dem Versuch mit dem dünnen Strohhalm hört der Wasserfluss in die Flasche erstmal gar nicht auf. Lustigerweise entweichen die Luftblasen aber explosionsartig in einem ganz bestimmten Takt. Und lassen dabei das Wasser ordentlich hochspritzen. Irgendwann fließt aber auch durch den dicken Strohhalm kein Wasser mehr durch. Ich persönlich finde diesen Springbrunnen aber viel lustiger. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Versuchen, die zeigen, dass in der Flasche Luft war und dass Luft nicht nichts ist.